Hey Leute, in diesem Video fährst du mal, wie man eigentlich einen Screenshot über den ganzen Bildschirm oder auch noch so einen kleinen Bildschirmausschnitt bei seinem PC bzw. Laptop bei Windows 10 richtig machen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Hierfür zeige ich mal zwei verschiedene Methoden und bei Methode Nummer 1 muss ich auf meiner Tastatur einmal gleichzeitig die Windows-Taste und die Drucktaste drücken. Das mache ich jetzt einmal. Schon wurde auch ein Screenshot erstellt und diesen finden wir jetzt, indem ich hier mal bei Explorer reingehe, auf dieser PC klicke, anschließend auf Bilder und Bildschirmfotos. Hier ist mein entsprechender Screenshot drin, den ich jetzt auch mal aufmache. Und du kannst sehen, unser Bildschirm wurde hier schön aufgenommen. Bei mir natürlich jetzt beide, da ich zwei Bildschirme verwende. Bei dir sollte es eigentlich nur dieser Linke dann sein. Methode Nummer 2 ist mein absoluter Favorit. Hierfür einfach mal in die Suche ausschneiden und skizzieren eingeben. Hier sind wir auch schon bei der entsprechenden App von Windows 10 und diese öffne ich einmal. Hier links oben kann ich jetzt einmal auf Neuer Ausschnitt draufklicken und dann habe ich hier oben noch verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Ich nehme eigentlich hauptsächlich hier das rechteckige Ausschneiden hier. Ich kann also mit der Maus so einen kleinen Bereich aufziehen und das Ganze wird automatisch in die App hier eingefügt. Oder auch, wie wir vorhin schon gesehen haben, der klassische Screenshot. Also hier einmal Vollbild ausschneiden, dann wird das Ganze auch schon automatisch wieder von meinen beiden Bildschirmen gemacht. Wenn ich meinen Screenshot aufgenommen habe, kann ich ihn auch noch hier etwas bearbeiten. Ich klicke jetzt zum Beispiel mal auf den Textmarker drauf, markiere mir die entsprechende Stelle oder gehe auch hier auf den Stift, um etwas rot zu markieren. Und anschließend kann ich das Ganze auch hier rechts oben einfach mal abspeichern. Wird auch schon automatisch der Explorer geöffnet. Ich möchte es jetzt einfach mal bei Dokumente drin haben, kann es noch umbenennen und bestätige mit Speichern. Eine weitere sehr hilfreiche Funktion ist die entsprechende Tastenkombination, um hier jetzt zum Beispiel in Word mal einen Screenshot oder auch einen Bildschirmausschnitt einzufügen. Hierfür kann ich meine App jetzt mal mit gutem Gewissen einfach schließen und dann drücke ich einmal diese drei Tasten, also die Windows-Taste, Umschalt und gleichzeitig S. Und hier öffnet sich jetzt automatisch auch schon wieder der Bereich von meiner App, die ich gerade geschlossen habe. Ich möchte jetzt einen Bildschirmausschnitt machen, weswegen ich wieder mit meiner Maus hier einfach... Das Kästchen an meiner Fahre. Das Ganze wird automatisch in meinem Zwischenspeicher abgespeichert und das kann ich jetzt in Word hier mit Steuerung plus V auf meiner Tastatur sofort einfügen. Und somit haben wir dann auch schon einen Screenshot bei Windows 10 richtig gemacht. Wenn du jetzt übrigens das beliebteste PC-Zubehör im Internet einmal anschauen und auch eventuell hiervon etwas zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon zu den beliebtesten pc zubehörprodukten Falls dir das Video gefallen und auch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.